Brocken der Weltregierung. Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece Unlimited World Red. Und ja, aus der neuen Wohnung. Und ich weiß noch nicht, wie die Akustik hier ist. Also von dem her, sagt mir, oder ich tue es nachher natürlich auch mal noch nachschauen, aber sagt mir auch gerne, ob ihr irgendwelchen Hall hört oder sowas. Also ich habe schon das Gefühl, dass hier ein bisschen Hall drin ist. Wo ich vielleicht irgendwas im Livestream dagegen tun muss, wenn ich da mal livestreame. Was ich ab heute, wenn ihr das Video seht, theoretisch tuten könnte. Können tute? Irgendwie sowas. Besiege Akainu, Aokiji, Kizaru. Oh Gott. Ich hätte nie gedacht, dass sie zurückkommen würden. Niemand wird sie je schlagen können. Das sind schließlich alles ehemalige Generäle. Wenn du es versuchen möchtest, tu dir keinen Zwang an. Okay. Von mir aus, ich versuch's. Ah ja, ich habe meinen Wii Pro-Controller daheim vergessen. Also wird's wohl erstmal auf dem Wii-Pad gespielt. Naja, gibt Schlimmeres. Hab ich ja am Anfang auch gespielt. Ist natürlich sehr viel angenehmer auf dem anderen Pad. Verdammt, ich krieg die Lautstärke gerade nicht reguliert. Okay. Bam. Aber es geht natürlich auch. Gibt sicherlich Leute, die immer noch keinen Wii Pro Controller haben. Für Mario Kart, ich weiß nicht. Es ist nicht nötig unbedingt, aber es macht sehr viel einfacher. So. Und ja, ihr werdet euch jetzt wundern. Yep, ich bin jetzt in der neuen Wohnung. Und es ist super hier. Es ist echt super hier. Ich weiß noch nicht, wie es mit dem, ja, wie laut ich sein kann im Prinzip. Ich habe auch noch... Wow, nein. Autsch. Das tut weh. Huch. Eigentlich wollte ich heilen. Dankeschön. ja, ich weiß noch nicht, wie laut ich sein kann und so Zeug halt, was die Nachbarn stört, wie viel sie überhaupt hören. Also so wie ich das bisher gesehen habe, wenn man im Treppenhaus ist, dann hört man mich, glaube ich, reden. Was nicht unbedingt so gut ist fürs Aufnehmen, aber ich glaube, die Wände und so sind sehr gut isoliert. Also sollte das nicht so ein Problem sein. Und ich werde jetzt auch nicht so extrem laut reden. Nein. Lassen wir das mal. Ja, yeah, ja, yeah, Ice Age. Au. Oh, solange wir es irgendwie vermeiden können, lass uns nicht unbedingt sein Ice Age so stark ausprobieren. Ja, ich habe jetzt auch einen Job und so. Also, nichts mehr mit daheim rumsitzen. Wobei, das war ja bis vor kurzem auch noch nicht so. Da habe ich ja die Bachelor-Thesis geschrieben. Da war ich ja auch nicht daheim. Ich war auch in einer anderen Wohnung. Mit einem WG-Kollegen. Diesmal bin ich allerdings alleine. Lass mich mal kurz meine Super-Attacke machen und dann wechsle ich. So. Ja. Einfach nur, damit wir ein bisschen ja, abwechseln können. Ah, nö, er macht noch keinen Ice Edge, okay. Man kann das sehr gut vorhersagen. Also von dem her, das ist einer der leichteren. Naja, auch nicht super leicht, aber leichteren. So. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, für was ihr wärt. Ob ich das hier in einem LP komplett durchspiele oder ob ich das in einem Livestream mal an einem Wochenende durchzocke und dann die Aufzeichnung davon auf YouTube hochlade. Beides möglich. Beides okay. Klar, Livestream. Livestreams haben für YouTube nie die nötige Qualität. Weiß nicht, oder? Also finde ich und finden auch, glaube ich, viele andere. Mein Zombie zum Beispiel sagt auch, dass es seine Livestreams auf dem extra Kanal sogar hochladen wird. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Und ich muss hier weg. Fuck. Huch, das wollte ich nicht. Au. Okay. Dann. Jupp. Dankeschön. Oh Gott, es ist mit dem Controller aber echt schwer zu wechseln. Oh, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Gut. Sanji macht weiter. Denke ich mal. Boom. Wir sollten natürlich noch nicht so viele Heiltränke verbrauchen müssen. Denn das ist noch nicht der letzte Gegner, den wir hier bekämpfen müssen. Bom, bom, bom. Ich weiß zum Beispiel auch noch nicht, wann ich aufnehmen darf oder kann hier in der Wohnung, wann es jemanden stört oder so. Hm. Aber wie Chiara auch schon sagte, sollte mir egal sein. Ist es mir irgendwie leider nicht, aber... Doch.
Oh, nice. Schön in den Bauch. Sollte mir. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal auf und nehme so viel auf, wie ich will. Und irgendwann haben wir es dann. Oder ich. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Irgendwann beschweren sich Leute oder beschweren sich keine Leute. Je nachdem. Darum geht's. Okay. Weiter geht's. Aber das Aufnahmesetup und sonst irgendwie ist eigentlich relativ gleich wie zu Hause. Also auch von der Position her, wie ich hier sitze. Der Schreibtisch ist ein Glasschreibtisch. Ja, man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man etwas Kabelsalat hat, ist ein Glasschreibtisch vielleicht nicht unbedingt das Beste, aber es geht. Es ist gemütlich, er hat viel Platz, das ist schon mal sehr gut, bloß sieht man halt die ganzen Kabel. Das ist nicht so gut, aber sollte passen. Nein. Lass mich in Ruhe. Yo, Nami-Swan. Oh, da müsste der Nächste kommen. Yep. Oh. Okay. Du kommst also dran. Ich müsste mich theoretisch auch nicht mehr dann so an die 15 Minuten halten. Möchte ich auch mal versuchen durchzusetzen. Nein. No. Das war zumindest eine gute Ausweichrolle. Den kann man nicht stunlocken. Was war das denn? Okay. Also Kizaru hasse ich als Gegner wirklich. Der ist sehr nervig und ich weiß noch nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Aua. Ich komme ja nicht mal dran. Zumindest meine Kollegen kommen dran, aber hey. Ich will ausweichen. Wieso geht das manchmal nicht? Oh Gott. Der macht mich so ziemlich fertig. Und ich benutze ja gerade die falsche... Nein. Ich weiß auch nicht, wie man dem hier richtig ausweichen kann. Au, fuck. Ich wollte gerade sagen, kann er da etwa nicht hin? Doch, kann er. Ja, ich werde hier sehr viele Heiltränke verbrauchen. Dafür ist Akainu dann wieder okay. Bam, bam. Das ist sehr nötig, dass wir den mal treffen. Ah, oh, da wird sich sowieso Ewigkeiten hinherziehen. Nope. Und bam. Nice. Dann werden wir noch Nami. Au, ist da die falsche Richtung ausgewichen. Irgendwie so leicht. Hilfe. Ich kann einfach nichts machen gegen den in dem Punkt. Da ist er unbesiegbar. Zumindest wenn man CPU-Kollegen hat, kann man das hier machen. Come on. Oh, nicht schon wieder die Attacke, die wird wehtun. Aua. Kann ich nicht einfach auf dem Boden liegen bleiben, bitte? Das wäre sehr viel einfacher. Aua. Ich keine Ahnung, wie man das ausweichen kann. New idea. Schon wieder? Really? So. Weather Egg mal ein bisschen. Das macht so gut wie gar nichts, weil es Lightning ist. Ja, ich weiß. Ich muss es doch trotzdem versuchen. Come on. Ah, so. Ja, das wird auch definitiv eine längere Episode. Ein bisschen? So, und damit ist er schon wieder weg. Dieser... Ich hasse es halt, wenn Endgegner generell eine Unverwundbarkeitsphase haben. Und auf höheren Schwierigkeitsstufen ist er immer in der Ecke. Also ich habe den jetzt auf einer höheren Schwierigkeitsstufe, glaube ich, noch nie in der Mitte gesehen, wo man schön um ihn rumlaufen kann. Was ja tatsächlich der einzige Konter gegen ihn ist. Gibt's offenbar nicht. So, Sanji macht das. Den Rest. Ah, wow. Immer dieses Wegdrängen, echt. So. Bam. Damit haben wir das schon wieder ein bisschen reduziert. Okay, ich dachte eigentlich, er könnte nicht nahe sich selber angreifen.
wieder mal vom Gegenteil überzeugt worden. Okay. Bam, bam. Oh Gott. Und da komme ich nicht an ihn ran. I'm sorry. Kann ich nicht. Vielleicht mit dem hier? Ah, fuck. Really? Ich habe meine Super-Attacke gemacht. Ne. Wow. Okay, zumindest vielleicht... Nee, die sind zielsuchend. Auch wenn man weiß, wo... Also wenn man sie immer im Blick hat, kann man denen nicht ausweichen. Oder nicht so gut ausweichen. Ja. Selbst in der Luft wird man angegriffen. Und jetzt macht er gleich wieder irgendwas. Ah, fuck. Ich bin noch in dir drinne. Wow, okay. So kann man das natürlich auch unterbrechen. Wenn man das unterbrechen nennen kann. Ich befürchte irgendwie nicht, aber wir haben es geschafft. Okay, der Gegner wird auf noch höheren Schwierigkeitsstufen, glaube ich, wirklich ein Problem. Naja, was soll's. Weiter in der Geschichte, darum. Immer der Lava nach. Oder so. So. Wow. Ja. Nope. Okay. Bah. Fuck. Da kann man nicht drüber laufen. So. Passt alles. Nächstes Gebiet. Kurz wechseln zu Chop. Part, nicht genug, okay. Dann mit der Sanji. PX-1s. Ja, wir sind Stars, Chopper. Wir sind wirklich Stars. Vor allem du, der gerade getroffen wurde, aber egal. Bam! Und der letzte der drei. Magma Yaro. So gut es geht zumindest. Ach so, fängt er gleich damit an? Wow, okay. Interesting. Wir haben ihm gerade mal einen Schaden zugefügt. Einen Schaden? Keine Ahnung, wie viel Schaden. Ich würde mal so 100 schätzen. Ich weiß gar nicht. Was haben wir denn eigentlich so für Angriffswerte? Angriff 502. Okay. Verteidigung weiß ich jetzt halt nicht. Bosse scheinen sehr viel mehr Verteidigung zu haben als normale Leute. Oh. Weg da. Okay. Da kommst du dann. Versuchen wir mal ein bisschen mit Feuer gegen Feuer. Gibt ja keiner, der hier die Wasserfrucht hat im Team leider. Ach, so klappt das aber. Ja, perfekt. Sanji kann sich halt sehr gut an ihm dranhalten, auch wenn er halt wirklich nicht der Perfekte dafür ist. Ja. Ach so. Nope. So. Nein, das macht tatsächlich wenig Damage. Wer hätte es gedacht? Dann kochen wir mal was. Dann nehmen wir Sanji nämlich. Ich befürchte zwar, dass sie da auch nicht wirklich viel besser gegen ihn klarkommt. Und? Naja, ein bisschen zumindest. Ich verpasse es immer. Aber mit Ausweichen geht das schon. Aber mit Wind vielleicht. Wind irgendwas gegen Lava? Vielleicht? Eventuell? Wäre cool. Bam. Übrigens habe ich jetzt natürlich auch beinahe eine Woche lang nicht mehr wirklich aufgenommen. Das ist auch etwas heftig. Eigentlich, ja, ich hatte wirklich null Zeit zum Aufnehmen. Also, das Hin- und Herfahren war schon anstrengend. Täglich 200 Kilometer. Uah. Aber jetzt ist alles okay. Bam. Brauche ich 25 Minuten zu Fuß, 15 Minuten mit der Straßenbahn zur Arbeit. Also, da kann ich ordentlich meine Zeit besser managen. Vor allem unter der Woche. Ich weiß nicht. Ach man, es gibt echt Leute, die arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Eine Kollegin vom Rote Kreuz von mir
Das ist echt übel. Die hat vielleicht im Monat 2-3 Tage frei, wenn es hochkommt. Es war mal eine Zeit lang besser, aber im Moment halt. Die arbeitet im Pflegedienst. Also Notfallpflege. Das ist echt, also... What the hell? Das würde ich nicht durchhalten. Also echt Respekt. Und dann macht sie noch verdammt viel fürs Rote Kreuz. Bam, 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 bam. Ich schätze mal, das ist für sie Freizeit. Je. Nope. I'm sorry. Also, so einen Job könnte ich definitiv nicht machen. Könnt ihr mal so sagen. Ich weiß, einige von euch sind ja auch älter und arbeiten wahrscheinlich schon. Was habt ihr so für Jobs? Also, wie gesagt, ich bin jetzt Softwareentwickler. Oder, naja, Junior-Softwareentwickler, wenn man genau möchte. Bam. So. Würde mich mal echt interessieren, was ihr auch so macht. Also, ich weiß, viele von euch sind auch noch in der Schule und so. Zumindest von den Kommentierenden. Aber von meiner generellen Demografie tatsächlich nicht so. Also, sind relativ meinem Alter, würde ich mal fast sagen. Also, würde ich mal sagen, dass ihr da schon Jobs habt oder noch studiert oder sowas. Deswegen, ihr könnt es gerne mal, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben. Ihr müsst natürlich nicht. Ist ja etwas privat, also... Wenn ihr das nicht wollt, ist auch okay. Spezialangriff rauf 32%. Da wird es TP-Wiederherstellung. Wenn ich sterbe. Okay, das ist nicht. Das sind nicht die Attribute davon, aber egal. Eisresistenz rauf und Feuerresistenz auf. Angriff rauf 40%. Das kostet sicherlich sehr viel. 5 Punkte oder sowas. Da unten war noch ein bisschen was an Belohnungen, dass ich weggescrollt habe. Oder nicht hingescrollt. Warum eher? War nicht weggescrollt. Joa. Oder das gute 18 Minuten waren, denke ich mal, war das das auch für heute. Falls es euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute!